Jenny ist abgelenkt noch. Du guckst mit einem Auge auf den Computer, weil du Ergebnisse stalkst. Genau. Die vom Berg. Die sind nämlich auf einem Vielseitigkeitsturnier und da muss ich doch jetzt mal gucken, wie die da so abschneiden in der Dressur. Die Jungs und Mädels vom Berg. Genau. Der Günther, die Silvia. Und die Marie. Und wenn's nicht so dolle wird, also wir loben natürlich überschwänglich, wenn es erfolgreich ist, aber die Kommentare werden vernichtend ausfallen, wenn es daneben geht. Auf jeden Fall. Jenny, es ist so eine gute Laune hier. Es ist so eine, du bist heute übrigens entschuldigt, das Handy darf anbleiben, weil der Heumann könnte anrufen. Genau, wir kriegen nämlich heute Heu und der hat gesagt, Er ruft an, wenn er losfährt. Und dann muss ich schnell rüber huschen und das beaufsichtigen mit dem Heu. Also es ist wie ein, wie sagt man, es schwebt ein gewisses Damoklesschwert über uns. Ne? Die Glückskerte ist weg. Es ist so eine positive Energie, es ist so viel Witzigkeit auch hier. Meine Sorge ist ja immer, wie kriegen wir das auf die Kette? Diese Vibes, die es hier bei uns wirklich gibt, also diese voreuropameisterlichen, kuriosen WhatsApp-Nachrichten und was wir gerade gelacht haben. Ich hoffe, wir kriegen das auf die Kette. Aber wir machen jetzt mal eins nach dem anderen. Den Hafer- und Bananenblues. Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Folge 288. Folgentitel: Die Glücksgerte ist weg. Wir erklären gleich, warum wir uns für diesen Folgentitel entschieden haben. Worüber reden wir heute? Die guten Vibes wollen wir in diese Podcast-Folge bringen, bevor wir abfahren nach Österreich. Wir lachen viel, es hat auch viel damit zu tun, also man merkt, Jenny, also diese gute Laune und überhaupt, es hat viel mit dieser Europameisterschaft zu tun, oder? Alle sind so ein bisschen neben der Spur, alle sind aufgeregt und dein Handy explodiert vor lauter Sprachnachrichten und WhatsApp und Tralala und alles dreht sich irgendwie gefühlt darum, so ein bisschen. Ja, viel. Nicht alles, wir haben ja heute noch eine große Party am Stall. Ganz wichtig. Almut feiert ihren 40. Geburtstag. Das ist deine... Ihren 30. Entschuldigung, Almut. Nein, ihren 40. Und Eröffnung der Logopädie und Eröffnung des Stalls und überhaupt. Und alle sind da. Es kommen ganz, ganz viele Leute und ganz viel, die ich kenne. Und ich freue mich sehr auf die Party. Wir beide freuen uns sehr darauf. Man muss auch sagen, Almut ist quasi diejenige, die dir den Stall vermietet. Das heißt, genau. Also wir müssen großzügig sein mit dem Geschenk. Da darf nichts anbrennen, weißt du? Und also nicht, dass da irgendwie was schief geht. Es ist äußerst wichtig, dass ich darf mich nicht daneben benehmen. Also nicht irgendwie so um 23 Uhr mit 15 Bier im Kopf irgendwie Unsinn machen oder so. Alles nicht. Das machst du doch eh nicht. Nein, mache ich eh nicht. Also ist der Hund dabei. Gut, also wir reden, wo war ich stehen geblieben? Du hast dich rausgebracht. Ja, ich habe es gemerkt. Gute Vibes rüberbringen. Und wir haben natürlich, und es ist ein großer Block und es wird eine große Rolle spielen in diesem Podcast, wir haben das Mental-Coaching mit Constanze Wiesner, das wir ja schon unter der Woche aufgezeichnet haben. Und das war... sehr intensiv, muss ich sagen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich da total drauf, dass wir das in dieser Folge haben. Und ich erkläre auch gleich nochmal, warum man sich da wirklich drauf freuen darf. Und aus meiner Sicht wirklich etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Hat der Manni eigentlich auch seine Glücksgerte verloren? Das wäre für den ja auch schlimm. Der braucht die nur aus anderen Gründen als deine Mitreiterin da in Stadel. Ja, der Manni braucht keine Glücksgerte. Der fiedelt jetzt im Frack, nackig. So eine Glücksgerte findet der Manni aber schon auch gut. So auf den Bobbes hauen und so. Ich geht. Auf den haarigen. Jenny, bevor wir loslegen und natürlich auch über die Europameisterschaft reden, wie könnte es denn anders sein? Ich finde es ja wichtig, weil mich macht es auch immer aufgeregt, ehrlich gesagt. Mich macht es latent wirklich nervös. Ich kriege dann so dieses Kribbeln im Bauch und das ist nicht nur angenehm. Wirklich jetzt, ohne Scheiß.
Und deshalb finde ich es auch ganz gut und wichtig, dass man sich noch so ein kleines bisschen ablenkt und dass wir so auch über normales Zeug in Anführungszeichen reden. Und ich habe was mitgebracht, nämlich eine Nachricht bei Instagram von unserer Hörerin Franziska. Und die ging mir so richtig ans Herz. Sie hat nämlich geschrieben vor ein paar Tagen, dass sie im Mai angefangen hat, unseren Podcast zu hören. Und sie ist eingestiegen bei Folge 274. Dann hat sie durchgehört bis Folge 285. Und dann hat sie beschlossen, Achtung, bei Folge 1 anzufangen. Ganz von vorne. Und sie arbeitet sich jetzt von ganz hinten wieder in die Gegenwart vor. Und ich habe dann geschrieben, also irgendwie 3 Lachsmilies und dass sie tapfer sein soll, dass wir gefühlt auch im Laufe der Zeit, also besser weiß ich jetzt nicht, aber routinierter würde ich sagen, oder? Also am Anfang. Ich habe auch schon mal zwischendurch immer mal wieder die ersten Folgen gehört. Einfach so, weil ich nochmal hören wollte, wie wir da so waren. Da waren wir noch nicht so routiniert und locker und dann waren wir noch so ein bisschen angespannt und dann hat es alles noch nicht so flüssig geklungen. Genau, weil es halt auch noch neu war und man war so noch so ein bisschen verkrampfter. Also empfinde ich ganz genauso und das habe ich ihr auch geschrieben. Also ich habe dann so nach dem Motto, naja, also gefühlt sind die aktuellen irgendwie fluffiger, aber halte durch. Und sie schreibt jetzt, und das fand ich erst, sie hat dann geschrieben, nö, geht schon. Sie hat da Spaß dran, es sei nicht schwer durchzuhalten. Und dann hat sie aufgeschrieben, woran sie sich so erfreut. Folge 16 mit Michael Geithner war super. Und ich habe mich so mit Jenny gefreut, dass sie das erste Mal mit AC/DC galoppiert ist. Oh, ich kann mich noch erinnern. In Folge 17 habe ich herzlich mit euch gelacht. Nun fahre ich gerade mit euch nach Gunzenhausen und bin gespannt, wie es euch dort damals gefallen hat. Erste Reitpferdeprüfung mit so. AC. Das, also da kommen doch so Erinnerungen wirklich. Also das, ich glaube, wenn wir irgendwann mal so alt und schrumpelig sind und alle deine Pferde auf der... So irgendwann, guck dich an. Sehr charmant. Wenn unsere Pferde alle mal auf einer Rentnerwiese stehen beim Hartmut und dann hören wir das vielleicht nochmal durch und haben da auch irgendwie Freude dran. Das ist wie so ein Tagebuch zum Anhören. Cool eigentlich. Jenny, die Glücksgerte ist weg. Inwieweit muss man das jetzt, also es gibt ja manchmal so die Situation, dass man jemanden fotografiert und also oder dass man fragt, darf ich dich fotografieren? Ich würde mich gerne im Internet über dich lustig machen. Ne? So ein bisschen ist das ja bei der Geschichte jetzt auch so, dass dir jemand privat WhatsApp schickt und du hast sogar gefragt, dürfen wir uns im Podcast drüber lustig machen? Wie war die Antwort eigentlich? Nein, natürlich nicht. Also wir müssen es anonymisieren. Ja. Okay. Irgendeine Teilnehmerin am Europa-Championat hat ihre Glücksgerte verloren und sie hat das eben gerade dir sehr verzweifelt kundgetan. Und du wusstest, also du hast dreimal nachgefragt, du willst mich verarschen, gell? Und ich glaube, es war einfach ernst gemeint. Ja, todernst. Also es gibt ja wirklich so Reiter, die... Also Nicole hat zum Beispiel mal erzählt, dass sie vor einem Turnier geht sie tanken und dann darf sie nicht irgendwie eine bestimmte Zahl oder es muss eine bestimmte Zahl auf der... Es muss gerade sein. Es muss gerade sein, genau. Und dann ist sie gut. Und wenn es nicht gerade ist, ist sie schlecht. Oder wenn sie die falschen Strümpfe anhat oder den falschen Schlüppi anhat. Also es gibt die Siegesschlüppis und die Siegessocken und die Siegestanksäule und die Glücksgärte. Und die Glücksgärte. Genau. Und also mir ist sowas ja immer... wirklich Schnuppe. Ich denk da mal ganz kurz drüber nach. Aus letztem Mal hatte ich das Shirt an zum Reiten und da habe ich gewonnen. Aber das ist ja völliger Schwachsinn. Und ich habe also wirklich dreimal nachgefragt. Echt jetzt? Verarschst du mich? Nee, sie meint es ernst. Und dann zieh doch einfach 3 Glücksschlüppis übereinander. Das gleicht es dann wieder aus. Ja, also... Ja, genau. Und da hatte ich also quasi irgendeine Teilnehmerin hat dir eine WhatsApp geschrieben und also die Glücksgerte ist weg. Und das wurde jetzt gerade verhandelt. Die Frage ist auch, was kann an die Stelle der Glücksgerte treten? Was qualifiziert eine Gerte, eine Glücksgerte zu sein? Also wir haben jetzt gelernt, in dem speziellen Fall, teuer muss es sein. Das darf jetzt nicht irgendeine dahergelaufene, abgeranzte, sonst wie Gerte sein, sondern... Genau, die sind jetzt unterwegs und kaufen eine neue Gerte. Daniel hat versprochen, dass er ihr eine neue, teure Gerte... Jenny! Upsi!
Ich wollte gerade, jetzt hast du mir den Gag kaputt gemacht und nach der, stell dir mal vor, der Nicole wäre das passiert. Das wäre eine Riesenkatastrophe gewesen. Das wäre jetzt die perfekte Tarnung gewesen. Aber ich glaube, dass das ganz viele Reiter machen. Also so mit diesen Ritualen vor einem Turnier und so. Und wenn das passiert, dann wird alles gut. Und wenn das passiert, wird alles scheiße. So, ich glaube, dass das ganz viele machen. Also ich habe das schon öfter gehört. Und ja, wie gesagt, mich tangiert es eher weniger. Manchmal denke ich so ein bisschen drüber nach, aber wirklich nur ganz am Rande. Wollen wir das mal als Umfrage, ja. als Umfrage bei, also man kann das ja bei Spotify machen und in unserer WhatsApp-Gruppe, da kann man auch Umfragen formulieren. Die Frage wäre, hast du ein Erfolgsritual oder hast du ein Glücksritual vor Turnieren oder bei Turnieren, oder? So, das. Nö. Ach so, ich? Dass wir das als Umfrage machen, hallo. Ich dachte, du fragst mich jetzt. Nee, ich nicht. Nee, du hast es offensichtlich nicht. Nee. Aber dass wir das als Umfrage mal einstellen, das wäre mal interessant. Absolut. Wie viele unserer Hörerinnen und Hörer sowas haben. Ich glaube nämlich, das ist durchaus verbreitet, also im Sport so, ja, dass Leute sowas haben. Jetzt ploppt auch gerade hier das Dressurergebnis von, oh, von dem. Oh, oh, genau. Oh, oh. Von wem? Von Günther auf, also okay, der muss das im Gelände und im Springen echt nochmal aufholen hier, das Dressurergebnis. Wie ist denn die Note? Sag ich nicht. Ach komm, die Note. Nein, sag ich nicht. Boah, ist das heiß, oder? Ich brauche jetzt erst einmal eine Erfrischung. Kennst du schon die biozertifizierten Vio-Bio-Limos? Mit Vio-Mineralwasser aus der Lüneburger Heide und dem Saft sonnengereifter Früchte aus 100% kontrolliert biologischem Anbau. Purer Geschmack, pure Freude. Oh ja, ich liebe die vielen leckeren Geschmacksrichtungen, vor allem Vio-Bio-Limo Zitrone-Limette und Vio-Bio-Limo Orange. Das ist die perfekte Erfrischung für unseren Sommer. Vio-Bio-Limos, jetzt probieren. Kann man hier mal die Günther-Stimme? Warte mal, wo ist die? Am Arsch. Am Arsch. Sagen wir, ist es so? Ist es so, dass man es nicht sagen kann? Ist eine 5 vorm Komma. Ja, leider. Aber gut, also die sind ja, dafür sind sie ja im Springen und im Gelände fantastisch. Da ist dann die 8 vorm Komma. Absolut. Man kann nicht alles können. Jetzt wird es rausgepetert jetzt, nämlich. Genau, jetzt wird es im Springen und im Gelände holen die das alles wieder raus. Absolut, wir glauben an euch. Während, gebt alles, ja. Echt jetzt, gebt alles. Alles. Wollen wir, nee. Wir kommen noch nicht zum Mentaltraining. Vorher muss ich dich kurz noch fragen, wie geht's den Pferden aktuell? Was ist los? Spürt AC/DC schon das, was im Busch ist? Weil, also ich frage das deshalb, weil zum Beispiel unser Hund, wenn wir nur dran denken, wir könnten jetzt uns gemeinsam ins Auto setzen und irgendwo hinfahren, jemand besuchen. Steht sie schon an der Tür. So, dann legt die sich vor die Tür, dass man quasi über sie drüber stolpern muss, bevor man rausgeht, damit sie auf keinen Fall vergessen wird. So einen Effekt gibt es bei AC/DC wahrscheinlich nicht, oder? Nee, der AC ist ganz, ganz entspannt wie immer. Was heißt, zu Hause ist er gar nicht so entspannt. Also unser Platz ist sehr kuckig für ihn und ihn da vernünftig durchzureiten und an dieser Krusel, also eine kurze Seite gibt's, da sind halt Bäume nebendran und es wirkt auf ihn immer so ein bisschen gruselig. Er hat immer Angst, dass ein Wolf hinter dem Baum vorgesprungen kommt und ihn packt und frisst. Und da habe ich heute Morgen nochmal, ich war ganz früh um 7 Uhr schon auf dem Pony gesessen und da habe ich nochmal so dieses diagonale Mittelgalopp, dann an der kurzen Seite C den Wechsel reiten, obwohl er da klotzt und obwohl er da spannig ist und obwohl ich eigentlich, also am liebsten würde er umdrehen und woanders hin galoppieren. Das habe ich heute Morgen noch 2-3 Mal geübt, dass ich ihn halt, auch wenn er da so klotzt und wenn er so ein kleines bisschen so dagegen drückt, trotzdem ordentlich reiten kann. Das hat ganz gut geklappt. Okay. Und das werde ich in Stadel auch haben, dass ich da so Stellen habe, wo er nicht so gerne hin will, wo er vielleicht so sagt, oh Gott, das ist gruselig, da gehe ich nicht hin. Und das habe ich heute nochmal geübt. Und ansonsten, also ich reite ihn locker, ich reite auch nicht so lange, aber ich baue so ein paar Lektionen immer nochmal ein, was noch nicht so gut geklappt hat. Zum Beispiel ist in der Prüfung auf die Mittellinie und da, nee, dann kommt man Galopptraversale bis X, dann kommt die Volte links und dann kommt Übergang zum Schritt
auf der Mittellinie und dann eine Kurzkehre rechts. Und da kann es passieren, dass er dann denkt, okay, durchparieren zum Halten. Also dass er da halt einfach auch in den Schritt durchpariert, nicht stockt, sondern sofort im Schritt weitergeht. Das habe ich noch ein bisschen geübt, dass wir nicht auf der Mittellinie immer halten, sondern dass es auch sein kann, dass er einfach nochmal weitergehen muss. So ein paar Kleinigkeiten habe ich nochmal trainiert heute Morgen. Aber ansonsten ist er fit. Mhm. Morgen machen wir nochmal Geländer, am Montag nochmal so ein kleines bisschen Dressurarbeit und dann geht's los. Ich wollte gerade sagen, also das ist so eine Mischung aus auch mal irgendwie einfach ausreiten ins Gelände mit Klecks als Handpferd. Genau, ne? Und Klecksi macht sich fantastisch als Handpferd. Also ich hätte das ja nie erwartet. Der ist so brav, der läuft auf gleicher Höhe wie AC, der trabt mit uns, der galoppiert mit uns, der bockt nicht, der ist wirklich, ich glaube, ich könnte den auch ohne Strick einfach mitnehmen, der würde einfach neben uns herlaufen. Der ist wie so ein Hund. Ohne Kasperkram, das ohne ist eigentlich... Ohne Kasperkram. Also ja. Das Einzige, was er immer noch mal wieder macht, er zwickt den AC immer noch mal so in den Hals, so vor lauter Übermut. Okay. Aber ansonsten klappt das wunderbar mit dem Klecksi. Und ich glaube, dass der das sehr genießt, dass ich nicht drauf sitze, sondern dass er einfach so durch die Gegend eiern kann. Das findet er, glaube ich, total gut. Also klingt ehrlich gesagt nach einem schönen, entspannten Programm. Und ich glaube auch, das ist... Also die Alternative wäre, sich verrückt machen und irgendwie verkrampft, weißt du, und wieder und wieder und nochmal die Kür und also irgendwann kotzt man doch auch, oder? Ja, also ich mag jetzt auch nicht mehr üben. Also es klappt oder es klappt nicht und ich bin mir ziemlich sicher, dass es klappt. Mhm. Also wir können das alles und ich werde da ganz cool reinreiten, durchreiten und wir werden unsere 70% holen und dann ist alles gut. So, wir robben uns schon langsam ran ans positive Mindset, das wir ja noch mal gestärkt haben unter der Woche, muss man sagen. Du bist da sehr empfänglich für, das hast du im Teaser auch schon gesagt. Also man kriegt dich damit auch. Und tatsächlich habe ich ja das Gespräch auch noch mal komplett durchgehört und mir noch mal alles angeschaut. Und jetzt so ein kleiner, darf ich noch so ein kleines Geheimnis verraten? Das kommt auf das Geheimnis an. Kommt, ja. Also... Nee, es ist eigentlich ein großes Kompliment und deshalb kann man das, glaube ich, auch verraten. Aber ich war ja im ersten Augenblick und in diesem ersten Augenblick haben weder Konstanze noch du, hab das gemerkt, aber ich war ja erst so ein bisschen sauer, weil Konstanze hat dir ja drei Methoden zur Auswahl gegeben, was ihr gemeinsam besprechen wollt und welche Technik ihr anwenden wollt in diesem mentalen Coaching. Und da gab es also eine Methode, die wäre sozusagen für den Podcast wie gemalt gewesen. Ich habe in dem Gespräch auch reingerufen, das machen wir. Und du hast es natürlich nicht gemacht, sondern du hast dich für eine Variante entschieden, die eigentlich für den Podcast gar nicht so wie gemalt war, weil es auch viel, also es hat mit diesen Männchen zu tun. Das war so ein bisschen so eine visuelle Geschichte. Sollen wir jetzt das Männchen größer oder kleiner machen und so? Also man muss da, ihr habt es super gemacht. Aber man hat dann, als man das Gespräch nochmal gehört hat, und du hast es auch danach gesagt, dass dir das sehr wohl bewusst war, dass mir das andere lieber gewesen wäre, aber du hast dann den Satz gesagt, es war mir gerade egal, weil heute ging es um mich und um meine Interessen und das war mir jetzt wichtig. Und das hört man diesem Gespräch auch so an, wie, weißt du, was ich sagen will? Die... Sag's halt. Die Authentischkeit. Die Authentischkeit? Ja. SCH. Authentisch. So, das ist also so real, weil dir das halt tatsächlich, also es war dir so wichtig, dich darauf einzulassen und das zu leben und da mitzumachen. Und das hört man diesem Gespräch halt von vorne bis hinten an. Und das finde ich, und also ja, also ein größeres Kompliment kann ich nicht machen. Ich finde, auch das macht den Reiz von diesem mentalen Training aus. Ach ja, dann wollen wir sie reinlassen. Wollen wir sie rein, genau. Die liebe Konstanze. Ja, na klar, lassen wir sie rein in den Pferde-Podcast. Wir freuen uns sehr, Konstanze, dass du wieder mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen. Ja, hallo zusammen. Es ist mir echt eine große Ehre, dass ich wieder dabei sein darf und auch eine Woche in der heißen Phase, Jenny, mit dir nochmal sprechen darf. Ganz fantastisch. Ja, ich freue mich auch sehr. Der Wunsch von Jenny, das nochmal zu intensivieren, war wirklich sehr groß, das kann ich sagen. Du hast ja bei uns im Podcast auch nach dem ersten Teil wirklich immer wieder eine große Rolle gespielt. Jenny hat gesagt, wie viel ihr das gebracht hat. Und wir haben dich,
Und da muss ich jetzt einfach mal drauf verweisen, wer die Vorgeschichte zu dieser Folge hören will. Wir haben dich in der letzten Folge, haben wir ja viel erzählt darüber, was wir jetzt heute in dieser Sitzung mit dir nochmal besprechen wollen, was sozusagen die kitzeligen Punkte sind. Und das hast du dir ja auch angehört, Constanze. Und von daher würde ich ehrlich gesagt, oder würden wir ehrlich gesagt auch gerne dir so ein bisschen das Steuer in die Hand geben. Und ja, Jenny hat es im Vorgespräch so ganz unbescheiden gesagt, ja, was machen wir jetzt? Ja, wir werden jetzt Europameister. Also das ist natürlich das Ziel. Und mal gucken, inwieweit Mental-Coaching mit Constanze Teil 2 dazu beitragen kann. Constanze. Ja, vielen Dank, Chris. Jenny, ich freue mich, dich zu sehen. Und ich habe natürlich schon die letzte Podcast-Folge angehört, was du an Themen berichtet hast. Dennoch so zum Start unserer Session heute würde es mich total interessieren. A, wie geht's dir? B, was ist seit dem letzten Mal passiert? Und was sollen wir heute in den Fokus rücken? Also, mir geht's gut. Alles fein. Die Ponys sind alle gesund und munter. Und ja, was ist passiert? Also, wir hatten uns qualifiziert, dank deiner Hilfe. Wir sind diese 2-Sterne-Prüfung richtig gut durchgeritten, also und auch sehr fokussiert und wirklich, ich habe mir das Video nachher angeguckt. Also ich muss wirklich sagen, es war eine tolle Runde. Es war natürlich, also nicht daran zu denken, da vorne platziert zu sein mit den ganzen großen Warmblütern, das war aber auch ja gar nicht das Ziel, sondern das Ziel war da ohne Fehler und gut durchzureiten und das haben wir geschafft. Und ja, ich habe es in dieser Prüfung auch tatsächlich geschafft, mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, das Pony immer vor mir zu behalten und wirklich Lektion für Lektion zu reiten. Und das ist aber jetzt leider so im Laufe der Wochen, Monate so ein kleines bisschen verloren gegangen. Und ich habe letztes Wochenende einen Lehrgang bei Raimund Wille geritten und ich kann ganz genau benennen, was das Problem ist. Also das ist wirklich, ich kann das im Training alles super gut reiten. Und sobald es heißt, jetzt reiten wir eine Aufgabe, da hat es mich irgendwie, ich merke dann richtig, dass ich das Pferd nicht mehr vor mir habe, dass ich anfange zu ackern und dass ich nicht mehr diese Leichtigkeit habe und nicht mehr dieses, reite doch einfach. Und das habe ich irgendwie verloren und ich finde es nicht mehr wieder. Na, da schauen wir mal heute zusammen. Vielen Dank erstmal, Jenny. Du hast gesagt, beim letzten Mal, als es dort so gut geklappt hat, nach unserem Austausch unserer gemeinsamen Session. Und was waren da die Dinge? Was würdest du sagen, was dir da so toll geholfen hat, dass das auf dem Turnier so wunderbar geklappt hat? In Aachen war es ja seinerzeit. Genau. Also es war auch vor allem dieses Selbstbewusstsein, was ich vorher einfach hatte. Also es war auch ganz, ganz komisch. Beim Abreiten kam zum Beispiel auch der erste Vorsitzende des Vereins kam auf den Abreiteplatz und guckt mich so an und guckt nochmal, du hier? Ja, ich hier. Weißt du, so. Ja, warum auch nicht? Also ich war wirklich sehr selbstbewusst und konnte genau so reiten. Und das war, glaube ich, so der große Punkt, dass ich mir selber zugetraut habe, dass ich es kann. Okay. Ja, und so ist das natürlich jetzt auch bei der Europameisterschaft. Und da arbeiten wir heute sicherlich nochmal dran. Du kennst das, Jenny, vom letzten Mal. Ich würde gleich mal wieder meinen Bildschirm teilen und dann schauen wir auf dein Ziel für die Europameisterschaft. Du hast gerade gesagt, gewinnen, ja klar, aber du weißt ja noch vom letzten Mal, wir schauen eher auf das Handlungsziel. Wie willst du reiten, damit du das auch vollumfänglich in deiner eigenen Verantwortung hast sozusagen und der Rest kommt dann von alleine. Und eine Sache, das Thema mentale Arbeit, wie du sagst, ne, das ist dir wieder so ein bisschen verloren gegangen. Ne? Das ist am Ende trainieren wie Muskeln. Da muss man dranbleiben, um sich die Sachen immer wieder in Erinnerung zu rufen. Ne? Ja, und wenn, also im Laufe des Alltags und dann kommen andere Dinge und dann wird es so, dann verläuft sich das so und dann denkt man so, ach, ist ja alles gut. Und jetzt habe ich gerade bei dem Lehrgang habe ich gemerkt, nee, ist nicht alles gut. Also ich schaffe es nicht mehr so ganz, das auszublenden, Aufgabe reiten. Und dann bin ich doch immer so ein bisschen wie erstarrt, der Hase vor der Schlange. Ja, absolut. Chris, du müsstest mir einmal freigeben, dass ich auch teilen darf. Oh ja, alles klar. Jo, funktioniert. Okay. Schauen wir mal, ob ihr das sehen könnt. Jenny, kannst du das sehen? Ja, da brauche ich eine Brille. Ah, ja. Ja, genau. Jetzt kann ich es auch lesen. Wundervoll. Übrigens, das ist gar nicht schlimm, dass das jetzt passiert ist, dass wir hier so eine kleine Unterbrechung hatten. Das nennt sich im Coaching klassisch Separator. Einmal unterbrechen, einmal Gedanken sammeln. Okay. Jenny, ich habe hier mal das Chart vom letzten Mal in den Vordergrund geholt. Das war dein Ziel für Aachen.
Genau, und, ja. Wir haben ja gedacht, dass wir dein Ziel für Stade jetzt definieren. Und wenn du da drauf schaust, was würdest du da sagen? Ist das ein ähnlicher Satz, ein anderer Satz? Willst du ihn anders neu formulieren? Ich kann vielleicht mal für die Zuhörer vorlesen. Für Aachen hattest du ja dein Ziel. Ich reite auf dem Turnier in Aachen selbstbewusst und fokussiert und reite jede Lektion korrekt und reite Höhepunkte raus und reite mutig nach vorne. Und in Klammern hattest du dann noch mindestens 65% geschrieben. Ja. Ja, was ist es jetzt für Stadel? Also im Prinzip ist das auch für Stadel, nur es kommt noch dazu, dass ich ruhig bleiben muss, dass ich wirklich während der Prüfung, ich darf mich nicht irgendwie irritieren lassen von wenn mal was nicht klappt oder so. Ich habe es auch gerade gemerkt, wenn ich zum Beispiel die Wechsel vorbereite und reite und wenn ich da einfach mich zu viel damit beschäftige und nicht ruhig bleibe, dann versaue ich die Lektion. Und dieses ruhig bleiben und gelassen bleiben und das Reiten genießen, das fehlt mir so ein bisschen. Also auch diese Prüfung genießen und Freude daran haben und Spaß daran zu haben. Okay. Ich habe es schon mal als Merker mit draufgenommen, ruhig genießen, jetzt ist das ja sowieso schon ein sehr, sehr langer Satz. Darf denn dafür was anderes weichen, denn damit du auch den Fokus behältst, auch bei deinem Ziel? Ja, also selbstbewusst und fokussiert, also selbstbewusst reite ich da auf jeden Fall, weil wir sind ja nur Haflinge. Ich muss mein Selbstbewusstsein nicht stärken, gegen die Warmblüter anzutreten. Also das war ja so ein bisschen oder ist immer so ein kleines bisschen die Sache, wenn man gegen diese großen Lampenaustreter antritt mit dem kleinen Haflinge, da muss man schon die Schultern straffen und sagen, ich bin hier die Beste und der Haflinger ist sowieso der Beste. Das brauche ich in Stadel nicht, weil es sind nur Haflinger und selbstbewusst reite ich da auf jeden Fall. Mhm. Soll ich statt selbstbewusst dann ruhig schreiben oder entspannt oder was war das? Also ruhig und gelassen würde, glaube ich, ganz gut passen. Anstatt fokussiert, genau. Ruhig und gelassen. Ja. Mhm, okay, ruhig und gelassen, ja. Jede Lektion korrekt und Höhepunkte rausreiten, ja, und mutig nach vorne. Das würde ich auf jeden Fall lassen. Irgendwo sagtest du, soll das Genießen noch mit rein. Ist das hier wichtig noch? Kann man das irgendwo ergänzen oder ersetzen, dass es, wie gesagt, nicht zu lang wird? Ja, dann würde ich lieber das mutig drin lassen, anstatt dass ich es genieße. Also, weil dieser Mut nach vorne zu reiten, den brauche ich da schon auch, ja. Ja, okay. Dann kommt das Genießen von ganz alleine wahrscheinlich, wenn es klappt. Absolut. Wir haben ja auch noch dein Bild, warum reite ich, im Hinterkopf. Das können wir nachher nochmal rausholen. Ja, und dieses in Klammern mindestens 65%, soll da was anderes hin? Soll das ganz raus? Da hätte ich schon gerne die 7 davor. Also ich glaube, dass man das auch schaffen kann. Und wenn ich jetzt wirklich mal so mutig bin mit der 7 davor, das wäre fantastisch. Du kannst es sehen, wie ich es geschrieben habe. Gerne 7 davor mit einem Smiley. Ist das für dich passend? Ja. Oder anders? Nee, das passt so. Ja? Ja. Okay. Jenny, dann sei so gut wie beim letzten Mal. Lies doch bitte dein Ziel einmal laut vor und horch und spür in dich rein, ob das richtig positive Energie bei dir hervorruft und ob es für dich das passende Ziel ist. Ich reite auf dem Turnier in Stadel ruhig und gelassen, reite jede Lektion korrekt und reite Höhepunkte raus und reite mutig nach vorne. Ja, genau so kann man es, glaube ich, sagen. Es trifft es ziemlich genau. Ja? Ja. Nur ziemlich genau oder ganz genau, fragt der Coach jetzt nach. Es trifft es genau. Ja, okay. Ja. Also ich wollte jetzt nicht ärgern, sondern wirklich nochmal nachhorchen. Fehlt da noch was, muss noch was anders? Nee, ich glaube, das ist wirklich, es ist alles drin, was sein muss. Und das Wichtigste ist an erster Stelle ruhig und gelassen bleiben. Und dieses jede Lektion korrekt und Höhepunkte rausreiten, das kommt mit der Ruhe und der Gelassenheit ja auch ein Stück weit von selber. Ja, was ich auch vorher rausgehört habe, dieses im Hier und Jetzt sein, ne? Von Lektion zu Lektion, so wie es da steht. Genau. Ja, gut, dann nehmen wir dein Ziel so, Jenny. Super. Du kennst das noch vom letzten Mal mit der Skala, das machen wir auch noch. Eins ist mit Blick und Vorbereitung auf das Turnier. Eins ist, dass es halt ein ganz kleines bisschen klappt, was in deinem Ziel steht. Und 10 ist, boah, du fühlst dich so, dass das wirklich nächste Woche perfekt klappt. Alles fantastisch. 10, outstanding. Was würdest du sagen, wo stehst du da heute mit Blick auf nächste Woche? Boah, ist das heiß, oder? Ich brauche jetzt erst einmal eine Erfrischung. Kennst du schon die biozertifizierten Vio-Bio-Limos?
Mit Vio-Mineralwasser aus der Lüneburger Heide und dem Saft sonnengereifter Früchte aus 100% kontrolliert biologischem Anbau. Purer Geschmack, pure Freude. Oh ja, ich liebe die vielen leckeren Geschmacksrichtungen, vor allem Vio-Bio-Limo Zitrone-Limette und Vio-Bio-Limo Orange. Das ist die perfekte Erfrischung für unseren Sommer. Vio-Bio-Limos, jetzt probieren. Naja, ich würde sagen so zwischen 6 und 7. Ja, okay. Hier so? Ja. Okay. Und wenn das nächste Woche alles klappt und du irgendwie bei einer 8, 9 oder 10 bist, super happy bist und alles gut gelaufen ist und ich würde da zufällig vorbeikommen und würde euch sehen in Stadel und da läuft gerade die Kühe, woran würde ich das sehen, dass das genau so klappt? Dass du ruhig und gelassen bist, jede Lektion reitest, Höhepunkte rausreitest und mutig bist. Woran sehe ich das? Das siehst du, glaube ich, vor allem auch an AC/DC. Überträgt sich immer sofort auf mein Pony. Wenn ich nicht ruhig und gelassen bin, ist er es auch nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich ruhig und gelassen bleibe. Und die Lektion kann er alle. Also er kann das alles. Und man sieht es sofort am Pony, wie er sich präsentiert und wie er sich bewegt im Viereck, ob ich da oben drauf ihm Sicherheit gebe, ruhig und gelassen reite. Also das würdest du sofort sehen. Okay. Ja, sehr schön. Ich habe geschrieben, AC/DC ist ruhig und gelassen, präsentiert sich. Und was sehe ich bei dir, Jenny? Lächeln tue ich eigentlich nie auf Pferde, weil ich immer sehr konzentriert bin. Aber ich glaube, man sieht auch bei mir dann, dass ich aufrecht, gerade und selbstbewusst auf dem Pferd sitze. Also das würde man, glaube ich, schon sehen. Und wenn was schief geht so in der Prüfung, manchmal ist es ja dann auch so, wenn man so eine Dressurprüfung reitet und es passieren einem Fehler, dass man dann irgendwie innerlich schon denkt, ah ja, jetzt ist eh gelaufen. Und das wirkt, glaube ich, das sieht man, glaube ich, auch von außen, wenn jemand dann so aufgibt auf dem Pony. Und also das wirst du nicht sehen, dass ich irgendwie denke, jetzt ist die Prüfung gelaufen, auch wenn uns vielleicht... Es wird kein Patzer passieren, aber kann ja immer mal sein, dass sowas reinrutscht und dann wirst du nicht sehen, dass ich irgendwie aufgegeben habe und sage, ach, jetzt Hauptsache noch bis zu Ende reiten. Das ist mir auch schon passiert in der Prüfung, dass ich dann gedacht habe, oh, lass es jetzt vorbei sein. Okay, also du sitzt auch recht selbstbewusst. Noch irgendwas, was ich ergänzen soll auf dem Chart? Aber nee, also selbstbewusst, das wirst du sehen, genau. Also ich sehe jetzt auch nicht, was du noch aufgeschrieben hast. Okay, nee, dann passt das. Ich sitze aufrecht und selbstbewusst. Ah, okay, ja. Um die Ecke. Genau, super. Gut, Jenny, wir haben dein Ziel. Wir wissen, wie es aussieht und du weißt, wie es sich anfühlt, wenn es erreicht ist nächste Woche. Und du kennst das vom letzten Mal. Ich schlage dir jetzt wieder ein paar Mentaltools vor, wovon du dir eins auswählst, womit wir jetzt die nächste Zeit dann füllen in unserer Session, wenn das für dich in Ordnung ist. Mhm. Super. Also, was ich mir heute vorstellen kann. Ich könnte mir zum einen vorstellen, dass wir nochmal das ganze Thema positive Ressourcen, die schon in dir schlummern, anzapfen und nochmal das ganze Thema in dir ruhen, Selbstbewusstsein und so weiter, dich nochmal richtig positiv aufladen. Wie würden wir das machen? Wir würden uns zum einen nochmal deine Stärken anschauen als Reiterin, die du hast. Das ist eine ganz tolle Übung, die du so richtig schön verinnerlichen kannst. Und dann könnte ich mir vorstellen, danach mit Affirmationen zu arbeiten, dass wir so 10 Sätze rausarbeiten, die dich positiv bestärken, die du bis zum Turnier dir immer wieder vor die Nase halten kannst, an den Spiegel hängen kannst, sonst was. Und du kennst es vielleicht aus dem Mental Hack, daraus abgeleitet könnten wir ein schönes Tape kreieren mit 3 Kraftworten, die wir dir unter den Sattel kleben, die dich dann mit AC/DC auf dem Turnier begleiten. Das machen wir, wenn ich mich beeinmischen darf. Also das wäre sozusagen 3 Dinge zwar, aber das wäre eine Sache für die Session heute. Ja. Das Zweite, was wir machen könnten, wäre das innere Team nach Schulz von Thun. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nee. Da würden wir, ich zeige dir das mal kurz, aber erläutere es auch so, dass man es verstehen kann, ein großes Männchen nehmen, das bist du. Mhm. Und dann würden wir deine inneren Stimmen, das sind diese vielen kleinen Männchen, die können wir klein und groß machen und so weiter und die kriegen alle Namen, das ist zum Beispiel die Zweiflerin oder die Mutige oder die Unruhige oder was auch immer. Und dann würden wir die sozusagen in dir anordnen, wie heute dein inneres persönliches Team, wie du mit dir selber in dir drin sprichst, aufstellen. So wie es heute ist. Und danach würden wir es aber so aufstellen, das innere Team, wie du es gerne hättest für nächste Woche, damit nicht nur dein äußeres Team,
mit Coach und Trainer und Pferd und allem stimmt, sondern auch das innere Team in dir drin korrekt aufgestellt ist. Das ist so wirklich tiefgehende Strukturarbeit in dir selber. Das könnten wir auch machen. Und das Dritte, was wir machen könnten, wir könnten uns mal anschauen, ob es noch ein, zwei vielleicht limitierende Glaubenssätze bei dir gibt, die in dir drin sind, die wir auflösen können, wie sowas, AC/DC ist sowieso unruhig und ich auch, oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, was dich irgendwie limitieren könnte, das müssen wir rausarbeiten, was du vielleicht selbst gerade noch gar nicht auf dem Schirm hast, um dann zu schauen, was wir für einen positiven Glaubenssatz installieren. Also die drei Sachen, liebe Jenny, diese Kombination aus Stärken, Affirmation und dem Kraftwort-Tape oder das innere Team nach Schulz von Thun, was ich dir hier gerade am Chart zeige, oder als letztes die Arbeit mit Glaubenssätzen. Ich nehme das mit den Männchen, das innere Team. Ja? Ja. Okay. Gerne. Cool, machen wir. Ja, Jenny, dann mit Blick auf dein Turnier in Stadel. Da nehmen wir mal eine Situation, die du dir aussuchst. Ist das entweder auf dem Abreiteplatz oder schon auf dem Prüfungsviereck? Oder wo möchtest du schauen, wie dein inneres Team aufgestellt ist und wie du miteinander mit dir redest? Ist auf dem Abreiteplatz am heftigsten sozusagen? Nee, es ist eigentlich es ist immer ganz wichtig, wie ich einreite. Also wenn ich zum Beispiel aufs Viereck reite und dann spüre ich, AC ist locker und er geht schön nach vorne, ich habe ihn vor mir und dann reite ich auf die Mittellinie, grüße und dann merke ich schon, wie ich mich so anspanne. Und das überträgt sich total auf AC und dann habe ich ihn nicht mehr vor mir und dann fange ich an zu ackern und ich will ja nach vorne und AC ist dann aber, weil ich so angespannt bin, ist AC dann auch angespannt und wir kriegen nicht so einen richtigen Fluss. Das ist schon so der erste Punkt, wenn ich dann schon so wirklich diese Prüfung starte, die müsste ich schon viel ruhiger und viel gelassener starten. Also ich müsste schon viel entspannter auf die Mittellinie reiten und grüßen und gar nicht schon so viel darüber nachdenken, ist er gerade und halte ich wirklich bei X, steht er geschlossen. Das sind so die Gedanken, die mir dann schon von Anfang an durch den Kopf und dann bin ich angespannt und dann kriege ich ihn nicht mehr vor mich. Okay, dann nehmen wir die Situation. Das heißt, du reitest aufs Viereck ein und dann beschreib mal so eine erste innere Stimme. Wie könnte die heißen? Was könnte die für einen Titel haben? Also was weiß ich, die Zaudernde oder die Zweifelnde oder was auch immer. Die Angespannte würde ich sie, glaube ich, nennen. Und ja, mit vielen Gedanken im Kopf, was alles nicht klappen könnte. Ja, okay. Dann such dir gerne mal eine von den Figuren aus. Wir können auch andere Farben noch kreieren, ist alles möglich. Männchen, Weibchen, was möchtest du nehmen? Dann nehmen wir mal den Karl. Okay, das ist von mehr. Ja, den Karl, aber den nennen wir aber jetzt das, um. Genau, das grüne Männchen. Das grüne Männchen. Das, wie heißt das grüne Mädchen ist es ja dann, ist ja kein Männchen. Wie heißt es denn? Die Angespannte, also, oder müssen wir ihr einen normalen Namen geben? Die Angespannte? Ganz wie du magst. Wo sitzt die bei dir im Körper? Ganz in der Mitte. Ganz in der Mitte. Ja, auch in der größten, größer, kleiner? So wie sie jetzt ist, sie ist relativ groß, ja. So? Ja. Okay. Wen haben wir noch? Wer redet noch in dir? Das ist eigentlich die lauteste Stimme, die Angespannte. Und dann auch die positiven Stimmen, die dann kommen? Ja, na klar, natürlich. Dann ist es oft so, wenn ich dann starte die Prüfung und habe dann so meinetwegen den ersten Mitteltrab und auch funktioniert gut und dann habe ich ja auch schon, dann kommt auch so langsam die Gelassenere und die weiß, dass sie was kann. Also die kommt dann auch schon durch und ja, versucht sich dann gegen die Angespannte so ein bisschen zur Wehr zu setzen. Ja, sollen wir nehmen, welche Figur, welche Farbe? Dann nehmen wir die pinkfarbene. Diese hier? Genau. Wo sitzt die? Die sitzt dann im Kopf. Im Kopf. Ja, die ist ein bisschen kleiner als die angespannte. So? Ja. Oder noch kleiner? Nee, so ist okay. Okay, dann haben wir die gelassene im Kopf. Okay, wer spricht noch in dir? Das sind eigentlich die beiden, die sich die ganze Zeit unterhalten. Ja, gibt es noch sowas wie, also noch weitere Aspekte irgendwie, mutig oder die ruhige oder die hektische? Ich mache nur Beispiele. Ja, das ist aber situationsabhängig, das ist nicht, also das kann ich gar nicht so definieren, dass das, also natürlich kommt auch manchmal die hektische, wenn ich zum Beispiel merke, oh scheiße, ich habe mich verritten, ja, dann kommt auch mal die hektische, aber die ist eher mini klein. Sollen wir sie dazu nehmen erstmal im Hier und Jetzt?
Ja, wir können sie mal ganz klein mit dazu nehmen, irgendwie so in eins der Beine oder so. Ja, welche sollen wir nehmen? Die blaue. Die blaue, ganz klein in eins der Beine. Okay. In welches Bein? Ja, das ist rechts, ja. Okay. Könnte die hektische beispielsweise, wie du sagst, wenn du dich verreitest, oder könnte das auch sein, wenn du merkst, wenn du reinreitest, dass AC/DC dann irgendwie angespannt ist auf der Mittellinie? Ja, das kann schon sein, wenn er so ein bisschen klotzig ist, dass ich dann ein kleines bisschen hektisch werde und dann sage, du gehst jetzt aber weiter. Aber das passiert uns eher selten auf der Mittellinie als in den Ecken. Okay. Gibt es noch eine andere positive, die dann irgendwie in dir spricht? Ja, es gibt auch die, oh super, hat toll geklappt und ich habe ein gutes Gefühl. Und die, wie nennen wir die, also wenn ich wirklich auch im Laufe der Prüfung so merke, naja, funktioniert ja alles und AC schnurrt und es klappt alles und jede Lektion klappt und dass ich dann auch selbstsicherer werde beim Reiten und dass ich dann auch weiß, okay, wir können das alles, reite doch einfach fertig. Mhm. Ja, wie soll man sie nennen? Welche Farbe, welche Figur? Dann ist ja nur noch, sind ja nur noch die Männlein übrig. Nehmen wir den. Wir können auch die doppeln und auch ankommen. Wir können auch den pinkfarbenen nehmen. Pink? Ja, den machen wir ins andere Bein, genauso groß wie die hektische, weil der ist immer noch ein bisschen kleiner normalerweise, der, wenn er sagt, jetzt läuft alles super und jetzt bin ich ruhig und gelassen und. Wie nennen wir den oder die? Die Sicherheit? Ja, die Sicherheit, ja. Sicherheit oder sichere, wie du magst. Sichere, ja, genau, die sichere, dass ich weiß, es klappt alles. Mhm. Aber mehr Stimmen habe ich, glaube ich, nicht. Mhm. Also das sind schon ein großes Gespräch in mir während so einer Prüfung. Ja, das die reden alle durcheinander. Ja, genau. Kommt noch, nur noch ein letzter Impuls von mir und dann können wir es auch dabei belassen, aber gibt es auch sowas wie eine ängstliche, eine aufgeregte? Ja, aber eher nicht mehr in der Prüfung. Wenn dann eher vorher, also ängstlich eher nicht. War ja ein Impuls, ne? Also. Genau, also und aufgeregt, ja, na klar. So eine Aufgeregtheit ist, glaube ich, auch ganz normal und das ist auch, glaube ich, also das nehme ich schon so als positive Aufgeregtheit, nicht als, oh Gott, ich kann vor lauter Aufregung nicht dies, nicht jenes. Das ist es, glaube ich, nicht. Also das ist eine positive Aufgeregtheit und die brauchst du auch einfach, um so eine bestimmte Grundspannung zu halten. Und gibt es dann nehmen wir die nicht dazu, weil du sagst, es ist ja eher auf dem Abreiteplatz, ne, sondern wir waren jetzt hier schon Richtung Vierk unterwegs. Gibt es noch eine, so die sich ablenken lässt, eine Stimme? Die gibt es eigentlich nicht mehr. Also mittlerweile kann ich schon ganz fokussiert in so einer Prüfung reiten und weiß auch, da kommt es jetzt drauf an und dann ist egal, ob da was da draußen passiert. Also meistens nehme ich das gar nicht wahr. Mhm. Okay, super. Ja, wenn du so auf dein Bild schaust und an die Situation denkst, du reitest aufs Viereck und reitest so die ersten paar Figuren, kommt da noch irgendwas in deinen Kopf, was hier in dein inneres Team im Moment noch gehört? Nee, also das sind wirklich so diese hektische und die sichere, die halt je nachdem, wie es läuft während der Prüfung, entweder wird die eine größer oder die andere größer. Mhm. Und je nachdem, wie es läuft, wird auch die angespannte oder die gelassene größer. Also das ist immer so ein bisschen abhängig davon, wie läuft's denn gerade. Und ich hätte gerne die gelassene, hätte ich gerne da, wo die angespannte jetzt ist. Und hätte die angespannte gerne ganz klein irgendwo links oder rechts in einer Hand oder in einem Arm. Also so rum würde es mir viel besser gefallen. Da kommen wir gleich hin, Jenny. Merkt ihr das auf jeden Fall schon mal? Wir lassen jetzt erst einmal noch dein inneres Team, so wie es jetzt ist, auch wirklich miteinander sprechen. Und für die Zuhörer einmal, ihr dürft euch jetzt ein großes Männchen vorstellen, wo in der Mitte eine grüne, angespannte, kleinere Figur ist. Im linken Bein ist die hektische und im rechten Bein ist die sichere und im Kopf ist die gelassene. So kann man sich die inneren Stimmen und Teamplayer von Jenny im Moment vorstellen. Jenny, und wenn du jetzt das so siehst, beschreib doch bitte nochmal, du reitest aufs Viereck. Wer meldet sich wie zu Wort? Wie spricht jetzt dein Team miteinander? Also wenn ich aufs Viereck reite, dann sagt die Angespannte erstmal so, jetzt reite aber auf jeden Fall mal gerade auf die Mittellinie und mach mal einen ordentlichen Halt und er muss geschlossen stehen. Und also das ist die Angespannte, die dann als erstes mit mir redet. Und je nachdem, wie es dann halt läuft,
sagt die Gelassene dann, das schaffen wir schon, guck mal, erstes Schulter herein, hat super geklappt, Volte war schön rund. Und dann wird die Gelassene, sagt dann auch, also du kannst es schon. Und dann sagt die Sichere, oder die Sichere sagt dann, du kannst es doch, siehst du, und alles wird gut. Und dann springt er mir vielleicht in der Ecke weg und dann kommt die Hektische, ah, klappt ja doch nicht. Und jetzt, ah, jetzt mach mal dies, jetzt mach mal jenes. Also so würden die sich, glaube ich, unterhalten. Ja, spannend. Okay, und wenn du hier so auf deine Figur mit deinem inneren Team schaust, was hast du noch für einen Erkenntnisgewinn, wenn du da jetzt so drauf schaust mit der Anordnung deiner inneren Teamplayer? Also die Erkenntnis ist oder der Wunsch ist, dass ich diese Angespannte wirklich vielleicht rausschubsen kann und kann die Gelassene wirklich die Führung übernehmen lassen. Und natürlich geht auch mal was schief in so einer Prüfung, aber trotzdem, wenn ich von Anfang an gelassen in so eine Prüfung reiten kann, dann kommt die Angespannte erst gar nicht mehr zum Vorschein. Ja, da gucken wir gleich, dass wir das richtig aufformieren, dein Team sozusagen. Was ich total spannend finde, was mir so in den Kopf kommt, ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich das auch gerade mal kundtue. Na klar. Ich finde es sehr interessant, dass das eine Bein das hektische ist und das andere Bein das sichere Bein ist. Das rechte ist das sichere, das hat mehr Kraft. Wenn du jetzt den ACDC unter dir hast und der hat rechts das hektische und links das sichere Bein, ist echt ein Mixed Messages. Das finde ich äußerst interessant. Ja, und ich glaube, dass ich das auch wirklich so übertrage, ne? Dass ich dann ganz oft, wenn ich irgendwie hektisch in so einer Prüfung bin oder angespannt, dass ich dann auch nicht die richtigen Signale an ACDC aussende und er sich davon anstecken lässt. Also er ist schon sehr, sehr feinfühliges Pferd und weiß auch genau, wie ich so drauf bin. Und wenn ich schon hektisch bin, dann wird er, ja, wenn die ist da oben hektisch, dann muss ich das auch sein. Also das ist schon ganz wichtig, wie ich da oben drauf mich fühle und was ich ihm vermittle. Spannend. Am Ende hast du es in der Hand, Jenny. Deine ACDC strahlen lassen, wenn du schreibst. Ja. Na ja, klar, cool. Ich habe es in der Hand, dass er sich präsentieren kann. Ja, cool. Genau. Jenny, das hier ist dein inneres Team im Moment und du hast ja schon ein paar Mal gesagt, wie du eine Neuformierung gerne vornehmen möchtest. Ja. Dann gib mir gerne deine Anweisungen, wie du dein inneres Team neu aufstellen möchtest. Dann schieben wir mal die Angespannte in den linken Arm, ganz klein. Ja, ganz klein. Weißt du, so klein? So, noch kleiner, noch kleiner. Unsichtbar machen. So? Ja, so. So ein bisschen Spannung ist ja gut. Genau. Gut, in diesen Arm hier oder in den anderen? Ja, in den. In Ordnung. Und die Gelassene hätte ich gerne so in meiner Mitte. In deiner Mitte. Und ein bisschen. Die gleiche Größe oder größer? Nee, größer. Größer, so? Ja, noch ein bisschen größer. Ja, so. So gut? So ist sie gut, genau. Und jetzt machen wir die sichere noch ein bisschen größer. Ja. So? Genau, und die könnte eigentlich auch in den Kopf wandern. Die muss ja nicht da unten rumdümpeln. Okay, die sichere kommt in den Kopf. Okay. Und die hektische, genau so. Und die hektische machen wir ganz klein da unten, dass sie nur noch im Absatz da ist. So? Ja, die hektische noch, genau, ganz so, genau. Und da könnte man eigentlich die angespannte auch noch in den Fuß machen. Dann ist sie nicht so nah beim Herzen, dann ist sie ein bisschen weiter weg vom Herzen. Ja, hier, so. Genau. Dann lassen wir die da unten einfach mal verschwinden. Du kannst die auch aus dem System ganz rausnehmen und neben dich stellen. Das ist auch möglich. Dann würde ich auf jeden Fall die hektische auf jeden Fall rausnehmen. Du sagtest ja, bei der Angespannung ist durchaus auch was Positives. Genau. Ne? Aber die hektische würde ich einfach rausnehmen. Hier so? Ja. Ja, so ist doch eigentlich schon mal ganz gut. Ja, kommt noch was Neues hinzu vielleicht, was du in deiner Neuaufstellung brauchst? Man denkst, du reitest da aufs Turniervierk ein, irgendwas, was dir gern zusätzlich hättest? Die sichere, die gelassene, die angespannte? Das reicht eigentlich schon, um gut zu reiten. Weil die Technik ist ja nicht das Problem. Die kann ich ja, aber das ist immer nur so der innere Schweinehund, der mich davon abhält, gut zu reiten. Schau mal, ich springe einmal noch mal aufs Ziel, was ja lautet, und schau nur noch mal ins Ziel, ob da noch was raus muss, was als Stimme in dein Männchen gehört. Die Mutige, ich sehe sie schon. Oh, ja, die Mutige, die habe ich ganz vergessen. Welche Farbe, wohin soll sie? Ah, okay, machen wir sie blau. Ja, gut. Und sie soll eigentlich auch so, neben die Gelassene, kann sie da noch hin?
ein bisschen kleiner vielleicht noch, nicht ganz so groß. Okay, nicht ganz so groß hast du gesagt, ein bisschen kleiner? Ein bisschen kleiner als die gelassene. So? Und ja, und auch so ein bisschen in die Mitte. So? Oder soll ich die gelassene noch rüberschieben? Ne, die kann ruhig da schon nebendran stehen, oder? Ja, natürlich, ja. So wie du das sagst. Genau. Du gibst den Ton an. Das ist dein Team. Ja, aber so, die Mutige muss auch in die Mitte, das ist auf jeden Fall. Aber da ist jetzt gut die Mutige, ja? Ja. Dann schauen wir noch ein letztes Mal auf dein Ziel, Jenny, ob dir da noch was ins Auge springt, was noch in dein neues Team soll. Ich reite auf dem Turnierenstall ruhig und gelassen, reite jede Lektion korrekt und reite Höhepunkte raus und reite mutig nach vorne. Da haben wir sie jetzt aber alle drin. Ruhig, gelassen, mutig. Mhm. Ja. Mhm. Also eigentlich sind sie alle drin, die ich brauche. Mhm. Ja. Jenny, dann so wie eben, lass doch bitte dann dein neues inneres Team in der neuen Formation nochmal miteinander sprechen. Du kommst aufs Viereck geritten bei der Europameisterschaft mit deinem AC/DC, die Musik setzt ein, die Kür startet. Wie ist der Dialog? Also die Gelassene sagt, wir reiten jetzt einfach ein und halten und dann geht die Musik los und dann haben wir jede Menge Spaß an dieser Kür. Die Sichere sagt, ja, ich kann alle Lektionen und wir reiten das einfach, wir können das. Und die Mutige sagt, komm, wir gehen nochmal ein Risiko ein und wir machen jetzt nochmal 4 Schlangenlinien und keine 3 und machen immer bei X einen Wechsel. Und die Angespannte sagt, ja komm, aber jetzt hier noch so ein kleines bisschen müssen wir noch nach vorne und wir müssen uns noch ein bisschen nach vorne und den richtig guten Mitteltrab und einen richtig guten starken Trab. Und die Gelassene führt alle durch und folgt mir alle. Ich weiß, wo es lang geht und wir reiten das einfach durch und haben jede Menge Freude. Ja, die Sichere, was sagt sie noch? Die Sichere hat dann gesagt, also wir können hier alles, wir können technisch jede Lektion, wir können das alles und wir reiten das jetzt einfach und wir haben es geübt und es sitzt alles und es wird alles funktionieren. Jeder Wechsel wird durch sein und wird gut gesprungen sein und alle Lektionen klappen gut. Mhm. Okay. Ja, Jenny, wenn du so auf dein neues formiertes Team schaust und gerade auch den Dialog dir angehört hast, was hast du da jetzt für einen Erkenntnisgewinn, wenn du hier so drauf schaust? Es liegt alles an mir. Ja. Ja. Ja, also das ist das Ziel, sicher sein, gelassen und ruhig bleiben und trotzdem mutig weiterreiten und genießen. Jawohl, das ist das Ziel. Jenny, weißt du, was mir gerade aufgefallen ist, als du so dein neu formiertes Team hast sprechen lassen? Das war ganz toll. Du hast vorhin, als du beschrieben hast, was so Sache ist und so, da kam noch ganz viel, ich will das und das nicht, also ganz viel, obwohl wir das schon besprochen haben, diese Verneinungen. Genau. Ich habe mich noch zurückgehalten und habe noch nicht das Wort zum Sonntag erzählt. Als du beschrieben hast, wie dein neues Team miteinander spricht, da war ausschließlich, was du willst, wie es positiv ist und einfach nur noch positiv formuliert und wie du es im Ziel haben willst. Das war ganz fantastisch zu beobachten. Ja, das stimmt. Man hat es dann auch so, also ich habe es dann auch vor meinem inneren Auge, wie es auch funktioniert und wie ich reinreite und ganz ruhig bleibe und einfach weiterreite, losreite und jede Lektion einzeln reite, vorbereite und wirklich das Pony vor mir behalte, den Schwung nicht verliere. So diese ganzen Dinge, die wir halt auch so im Training immer machen und verliere nicht den Schwung in den Traversalen und in den Volten und der Wechsel, bereite ihn vor, aber mach nicht so viel Druck und dann funktioniert auch alles. Also es funktioniert dann auch vor meinem inneren Auge. Ja, toll. Aber jetzt hebe ich doch den Zeigefinger. Jetzt kam, mach nicht so viel Druck und reite nicht so in den den langen Linien. Ja. Das ist wirklich noch eine Kunst. Und gerade eben, als du dein Team hast sprechen lassen, da kam das richtig aus dem Herzen. Das nimm dir gern nochmal mit, dass du wirklich die Sprache und wie du denkst so formst, wie gerade beim Beschreiben. Ja, das mache ich. Mhm. Letzte Sache zu deinem Team, Jenny. Sei doch bitte so gut und rück einfach mal einen Meter nach hinten. Ich hoffe, das geht jetzt mit den Kopfhörern und der Technik. Das geht? Na klar, ja. Denn jetzt stellen wir zwei uns mal vor, dass wir zwei Weise aus dem Morgenland sind. Wir sind allwissend und wir sehen alles, wir kennen alles, wir wissen alles. Und wir schauen jetzt hier auf Jenny und ihr inneres Team. Und was sehen wir zwei als Weise aus dem Morgenland? Und was wollen wir der Jenny noch mitgeben? Was meinst du, lieber Kollege aus dem Morgenland? Also wir sehen, dass die Männchen in dem Männchen eigentlich relativ klein sind. Also das ist das Erste, was mir aufgefallen ist, wenn ich so ein bisschen weggehe, sind diese positiven oder die guten Männchen sind immer noch zu klein. Die müssen noch ein bisschen mehr dominieren in dem,
in dem großen Männchen. Ja, okay. Sollen wir die einfach schon größer machen? Ja. Was meinst du? Ja. Die Gelassene, soll ich die mal größer ziehen? Ja. So? Und die Sichere vor allem auch ein bisschen größer. Die Sichere noch größer. Mhm. So? Ja. Mhm. Noch irgendwas verändern, was größer soll? Nee, so finde ich es gut. Also ich finde die Gelassene am allerwichtigsten und die sollte eigentlich schon groß sein und die soll sofort auffallen. Ah ja, das ist eine gelassene Reiterin. Mhm, okay. Dann haben wir das jetzt für die Jenny verändert. Wir fragen die gleich mal, ob das für sie so in Ordnung ist. Aber wir zwei Weisen aus dem Morgenland dürfen das jetzt mal hier machen. Was sehen wir noch, wenn wir die Jenny hier sehen mit ihrem inneren Team? Ich weiß nicht, was sehen wir noch? Ja, was mir so aufgefallen ist, lieber Kollege aus dem Morgenland, wenn ich hier drauf schaue auf die Jenny mit ihrem inneren Team, da ist so viel rotes Herz in der Mitte, so viel Herzblut. Und der ACDC kann sich einfach nur freuen, wenn sich da so viel Herz auf ihn setzt und bei der Europameisterschaft mit ihm zusammen rockt. Die Mutige ist am Start, die Angespannte sorgt für die nötige Grundspannung, dass alles gut zusammenpasst, die Sichere weiß eh, ach, können wir alles. Aber dieses rote Herz in der Mitte, das finde ich ganz anstrengend. Ich weiß nicht, wie du das siehst, lieber Kollege. Ja, jetzt, wo du es sagst, fällt es mir auch auf. Es ist alles rot, die Farbe des Herzens. Und es ist eigentlich alles da, was man braucht, um da Europameister zu werden. Ja, genau. Mega. Ja, was geben wir zwei der Jenny noch mit? Was wollen wir für einen Tipp noch geben oder für einen Ratschlag? Also wenn sie so reitet wie in dem Männchen, dann wird alles gut, dann sind sie unschlagbar. Ja, sehe ich ganz genauso. Dann werden die da einfach Spaß haben, es rocken und die Europameisterschaft genießen. Genau, das ist, glaube ich, auch das Ziel. Spaß haben, alles genießen und ja, das Rocken. Das ist das richtige Wort bei der Kür. Mhm. Okay, Jenny, dann schlüpfen wir wieder zurück in unsere alten, eigentlichen Rollen. Du bist wieder Jenny. Und du hast ja gerade gehört, was die beiden Weisen aus dem Morgenland gesagt haben. Und die haben ja auch hier dein inneres Team nochmal ein wenig anders formiert und die Gelassene sehr viel größer gemacht. Wie ist das jetzt für dich, wenn du da final drauf schaust, auf dein inneres Team? Total gut. Ein wirklich total gutes Gefühl. Und auch wenn die inneren Menschen wirklich, also die sind ja da und wenn die so agieren, dann ist alles gut. Also ich fühle mich auch gelassen und sicher und werde auch mutig sein. Und das gibt mir unheimlich viel Sicherheit jetzt. Schön, das freut mich. Ja, das ist dein Team. Und ich habe eben schon als Ergänzung, Jenny, nochmal vom letzten Mal das hervorgeholt für die Zuhörer. Beim letzten Mal haben wir ja zusammen die Fragestellung bearbeitet, warum reite ich eigentlich? Mhm. Und da waren tolle Dinge. Und da ist ja auch dieses schöne Bild mit dem Titel, warum machen wir das? Weil wir es lieben, entstanden, wo du mit AC ganz innig stehst. Das vielleicht auch noch, Jenny. Nimm dir das einfach noch vor Augen. Ja. Fahr hin, genieß es. Du bist dankbar für den Sport. Das füllt dein Leben aus, so wie es hier steht. Und du hast den Pferdevirus und dieses Gefühl ist einfach unvergleichbar. Und du bist nächste Woche zum zweiten Mal mit deinem AC bei der Europameisterschaft. Genieß es einfach nur. Der Rest kommt von alleine. Ja. Dein inneres Team steht und dann bist du hervorragend vorbereitet. Und die Technik und all das kannst du sowieso. Ja, genau so ist es. Also das trifft es total auf den Punkt. Immer noch alles, was da steht, ja. Ja, wie ist das für dich jetzt mit einigem Abstand, dir das nochmal vor das innere Auge zu holen? Das rührt mich schon, also weil das halt auch wirklich auch ein Foto ist, wo man auch sieht, AC ist wirklich ein ganz besonderes Pony, vor allem mein ganz besonderes Pony. Und ja, und es rührt mich auch wirklich so ein bisschen zu Herzen. Und die Hauptsache ist, wir fahren dahin, wir haben zusammen Spaß, wir sind dabei und wir werden unser Bestes geben. Und das ist die Hauptsache. Ja, absolut. Das ist eine ganz fantastische Einstellung. Damit werdet ihr es rocken. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, liebe Jenny. Schau mal, und abschließend gucken wir noch einmal auf dein Ziel. Lies es doch bitte noch einmal laut vor. Ich reite auf dem Turnier in Stadel ruhig und gelassen, reite jede Lektion korrekt und reite Höhepunkte raus und reite mutig nach vorne. Gerne eine 7 vorm Komma. Und du hattest dich vorhin bei der Skala zwischen 6 und 7 einsortiert, mit Blick auf Stadel. Und jetzt, wo dein inneres Team steht und du deine Warum-Frage dir gerade noch mal vors Auge geführt hast,
Wo stehst du jetzt? Eins würde ich mir schon eine gute 9 geben. Fantastisch. Dann machen wir da noch die 9 hin. Ja, Jenny, dann bleibt mir abschließend die Frage zum Ende unserer Session hin. Wie geht's dir jetzt? Was nimmst du für dich mit aus der heutigen Session für nächste Woche? Ich nehme sehr viel Sicherheit mit und ich nehme meine inneren Männchen mit. Die sind schon eingepackt. Und ja, und ich nehme wirklich Sicherheit und Selbstbewusstsein mit. Und ich weiß, dass wir das alles können und wir lassen uns auch nicht aus der Ruhe bringen. Genau. Denkt dran, das nicht wird gestrichen. Ihr bleibt ruhig, nicht aus, genau. Nicht aus der Ruhe. Ja. Entschuldige, das tut mir leid. Nein, alles gut. Das schöne, positive Abschlusswort ruinieren, aber das zuckt der Mentalcoach in mir. Ja, alles gut. Wir werden ruhig bleiben und gelassen und wir werden alles geben und gewinnen. Ja, das ist gut. Super. Dann würde ich sagen, liebe Jenny, sind wir am Ende der Session. Ich wünsche dir für nächste Woche ganz, ganz viel Spaß, Freude. Wenn bis dahin noch irgendwas ist, melde dich jederzeit gerne. Ich bin in Gedanken dabei und bin mir sicher, dass das richtig grandios wird. Ja, das glaube ich auch, auch dank deiner Hilfe. Also es war fantastisch. Es hat mich so ein bisschen umgedreht. Also ich muss wirklich sagen, dass das wirklich was mit mir macht und was Positives mit mir macht. Vielen, vielen Dank, liebe Constanze. Ja, sehr gerne. Und die Charts schicke ich dir selbstverständlich. Kannst du dir vielleicht noch ausdrucken, irgendwo hinhängen? Ja. Vielleicht auch einfach das Bild von AC und mir unter den Sattel kleben. Ja, gute Idee. Auf jeden Fall. Ja, dieses innige Bild. Genau. Und dann dadurch halt auch wirklich so ein bisschen vereint sein mit ihm und diese Innigkeit mitnehmen auf das Turnier. Wo du das gerade nochmal sagst, ne, diese Innigkeit ist ja auch Ruhe und im Hier und Jetzt sein. Und genau das hast du dir als Fokus gesetzt, als wichtigstes Thema. Wenn du ruhig bist und bei dir bist, dann kommt der Rest von alleine. Und ja. Vorhin irgendwann mal so ähnlich deine Worte. Stimmt, ja. Super, vielen Dank und ja, bis bald. Constanze Wiesner bei uns im Pferdepodcast. Jetzt kann Stadel kommen. Wenn wir uns das nächste Mal hören, hören wir uns schon aus Stadel. Ja, fantastisch. Ich freue mich. Ja, also wir freuen uns total. AC ist fit. Heute Morgen das erste Mal Fieber gemessen, so wie uns geheißen. Schon 3 Tage vorher Fieberprotokoll führen. Erzähl doch, also man muss wirklich Fieber messen jetzt? Ja, 3 Tage vorher schon das Fieberprotokoll führen, morgens und abends messen. Heute Morgen das erste Mal Fieber gemessen, ordnungsgemäß eingetragen, 37,5, alles im grünen Bereich. Wer schreibt das vor? Die Veranstalter, die FEI? Ach komm. Ja. Der Veranstalter schreibt das vor und es gibt extra so ein Fieberprotokoll, das muss man sich runterladen, ausdrucken und dann eintragen die Messung morgens und abends. Wenn jetzt die Konkurrenz das verschusselt, dann wärst du kampflos Europameisterin. Also, weißt du das? Das ist ja auch doof. Das wäre doof. Ja, das ist auch doof. Ach. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Es hat ganz viel Spaß gemacht. Es war eine sehr intensive Folge. Du hast eben gerade noch, als das Interview mit Constanze noch lief, hast du rumgefuchtelt. Jetzt fuchtelst du schon wieder rum. Gott sei Dank sind wir im Podcast. Also ihr Lieben, wir hören uns aus Stadel. Ach so, ich soll nichts sagen. Nein. Du hast wieder irgendwelche geheimen Ergebnisse gestalkt und die können wir nicht verraten. Alles klar. Die sind ja nicht geheim, die kann man ja auch einsehen, die Ergebnisse. Wir posten den Link in den Shownotes. Nee, machen wir natürlich nicht. Wir hören uns aus Stadel, wir sehen uns aus Stadel, wir planen ja eine Videofolge, wir wollen euch gerne mitnehmen auf die Anlage, auch darauf freuen wir uns übrigens, mal gucken, ob das alles so klappt. Laut Wetterbericht soll es wirklich tolles Wetter werden, wir können nur die kurze Hose einpacken, ich habe mir ja ein bisschen Regen gewünscht, aber ich nehme auch den Sonnenschein. So, jetzt hau ich dich noch ein bisschen mit der Glücksgärte auf die Bobbes. Du hast und auch dann, eine Glücksgärte. Na, du hast eine Glücksgärte. Okay, tschüssi. Tschüss.